Guten Morgen, also ich habe gerade das Video fertig hochgeladen und geschnitten gestern bis 2 in der Nacht und zumindest jetzt ist es online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich werde es unten nochmal in die Videobeschreibung geben. Jetzt gehen wir mal Autowasch, weil das Auto von der Fahrt her richtig, richtig dreckig geworden ist. Und zumindest, jetzt gehen wir mal Auto waschen und wir sehen uns dann dort. Bis dann. Leute, wir fahren jetzt spontan aktionmäßig in die Therme oder irgendwie so die größte europäische Wasserrutschen-Irgendwas-Attraktionssache. Und ich bin schon urgespannt. Ich habe keinen Plan, wie das dann sein wird. Wir sehen uns dann dort. Wir sind jetzt angekommen in See Aqua World und irgendwie taugt mir das irgendwie gar nicht, weil es sind alle Parkplätze komplett voll und jetzt weiß ich nicht, was da jetzt los ist. Hoffentlich kommen wir noch ran und hoffentlich kriegen wir überhaupt irgendeinen Platz. Das ist nämlich die größte Therme Europas und da sieht man nur so einen Hügel, keine Ahnung, wie man das nennt, so eine Blase. Kuppel, okay. Es ist eine Kuppel und da sind eben die ganzen Rutschen drinnen und was halt sonst noch gibt, keine Ahnung, was da eigentlich gibt. Surfen, glaube ich, kann man auch drinnen. Kein Plan, ich lasse mich überraschen. Leute, ich muss euch leider enttäuschen, es ist bummvoll, die lassen keinen mehr ran. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Überfüllungsängsten, Platzängsten, keine Ahnung was. Es ist auf jeden Fall voll, wie es jetzt noch nicht ganz, was wir machen. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir irgendwelche Nachtkarten reservieren oder Abendkarten. Ich habe dabei wirklich noch keinen Plan, was wir jetzt als nächstes machen, aber ich gebe euch dann Bescheid. Also Alternativprogramm ist jetzt, dass wir, erst da geht es zu beim Autos, die fahren alle, als ob es behindert werden. Alternativprogramm ist jetzt einmal, dass wir in ein Einkaufszentrum gehen und essen jetzt einmal, weil es ist schon eins oder so, und gehen um 5 dann in die Therme. Die Pizza ist gekommen und jetzt essen wir mal und dann gehen wir nochmal Motum und wir sehen uns dann. Die haben da einfach in der Einkaufshalle einen Eislaufplatz. Die fahren einfach mit Eislaufschuhen im Einkaufshaus, was weiß ich was. Das ist so krank. Und jetzt haben wir gerade gegessen. Jetzt suchen wir nur noch einen Mediamarkt, weil ich eine Batterie brauche für die Kamera. Leute, ich wollte euch nur kurz sagen, es schaut so aus wie nach der Inflation. Ein MacBook 399.000. Was ist los? Fängs Inflation. Ja, ich habe gesagt, du sollst es aufdrehen, aber nicht, dass es dann wirklich aufdreht. Ja, aber das kann ich halt auch. Ja, ich warte gar nicht. Leute, ich warte die ganze Zeit auf irgendjemanden, der da herkommt, damit wir mit diesem Segway fahren dürfen. Ich habe irgendwie keinen Plan. Wir haben es jetzt auf einmal aufgedreht und. Also, es ist gesagt, er hat es aufgedreht, ja. Aber ich möchte damit fahren. Was ist, wenn ich es einfach damit fahre? Da, ja, da steht, wir können das nicht lesen. Da steht Tiriatsketsku, ein Arts Elektro, Kozimek. Wie soll ich da wissen, was Fakt ist? Wieso ist denn das so aufgebaut? Ja, keine Ahnung. Da ist auch. Was ist das für eine Verarsche? Die bauen da so einen fetten Bereich in den Mediamarkt und man darf damit nicht fahren. Außerdem ist damit ja schon erfahren, schaut sich das an. Ja, Leute, jetzt sind wir doch wieder bei der Europa größten Therme angekommen und jetzt schaut es auf jeden Fall weniger los als vorher war, die Zerstörung des Todes, und ich melde mich drinnen. Leute, ihr seid gerade in der Zeitblase des Jahrhunderts, ja, also nur mal um das kurz zu erklären, das Video schneide ich gerade, ich bin jetzt schon daheim, das was ihr jetzt gleich seht, war vor 5 Stunden, es ist jetzt 0.55 Uhr, ich sitze immer noch da und versuche das Video so schnell wie möglich fertig zu schneiden, damit es ihm morgen, also eigentlich heute um 11 Uhr kommt, also in der Zukunft. Es ist verwirrend, okay. Und zumindest, dass ich mache das jetzt, also alles, was da abgeht jetzt in dem Waterworld, ist jetzt quasi ein Gesamtcut, also ich tue jetzt ein ganzes zusammenschneiden. Ihr werdet es sehen, habt Spaß, wir waren surfen, das möchte ich noch vorwegnehmen, das sonst sage ich nichts mehr. Aber das ist richtig was Arges, das weiß ich, das hat man urtaugt auf jeden Fall. Ich war auch ur der Pro am Anfang, wenn ihr es dann anschauen werdet, also es ist relativ lustig gewesen.
viel Spaß beim Schauen. Jetzt geht das Video weiter. Bis dann. It was at this moment that Martin knew he fucked up. Ja Leute, wir sind wieder zurück und wir sind jetzt in den Supermarkt unseres Vertrauens gegangen, der auch angeschrieben heißt, aber eigentlich Ocean heißt. Ihr seht hier nochmal die gewaltige Größe des Supermarkts. Es ist einfach nur krank und wir waren gerade in diesem Aqua World, keine Ahnung was. Es war abnormal, finde ich. Also das Surfen, wir sehen uns dann nach dem Einkaufen. Wir sind wieder zurück von dem Laden unseres Vertrauens und Ocean. Noch eine Ocean Life. Ich wollte euch noch was Lustiges erzählen. Wir sehen so, also ich nicht, also der Ben sieht so auf einmal einen Einkaufswagen mit Aloe Vera Ding, mit dem Getränk. Er denkt sich so, ja, das hat sich wahrscheinlich der eine, der mit uns noch mit war, in den Einkaufswagen ging. Kauft das und ratet, wie viel es kostet. Der Scheiß kostet 10 Euro, wir haben es gerade getrunken und wir verrecken an dem Geschmack, weil das so ekelhaft schmeckt. Und wie gesagt, das war's jetzt. Ich werde jetzt das Video schneiden. Ich hoffe, es hat's gefallen. Ich hoffe, ich hat dieser Wasserpark gefallen. Morgen geht's in die Stadt und checkt auf jeden Fall noch das Gewinnspiel ab. Abonniert mich bitte, kommentiert, liked. Bis dann, tschüss.